Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 4 Mod-Vorstellung. Ja, heute gibt es nicht nur eine Waffenmod, sondern um genau zu sein 27. Das ist nämlich das Medal of Honor von 2010 Weapon Pack mit 27 verschiedenen Waffen. Da ich aber da bei GTA 4 in der Version 1.0.7.0 die Begrenzung auf etwa 10 Waffen liegt zum Hinzufügen, mache ich das in 3 Durchgängen und ich werde auch nicht diesen normalen Kampf machen, ich werde es euch einfach zeigen. Aber erstmal geht's mir leer schießen. Ich habe auch nichts verändert, das sind einfach alle Standard. Nur die Modelle sozusagen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Und zwar ist die erste Waffe eine ganz normale AK. Würde sie denn spawnen? Wäre eine gute Idee. So, okay, die AK spawnen. Nehmen wir die AKS-74U. Hier haben wir sie. Irgendwie funktioniert. Ignoriert einfach diese linke Hand, denn ich habe eigentlich schon den Dual-Wield-Mod gelöscht, aber so gut bin ich nicht. Wir stellen uns einfach hier ran. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass er die so hält, aber ist nicht mehr eingewaffnet. Gut, dann ich gucke mal, ob die erste jetzt geht. Jetzt könnte die erste nämlich gehen. Ja, jetzt geht die erste. Haben wir die AK-74. Ich habe es nicht davor ausprobiert, wer einfach zu viel Arbeit hat, schon so gedacht. Die backt ein bisschen. Ja. Dann haben wir als Sub, das ist doch richtig, dritte Waffe eine 9mm Beretta. So. Gut, dann als vierte Waffe haben wir eine Glock. So. Die fünfte Waffe ist eine schallgedämpfte MP7. So, natürlich kann man auch den Sound ändern. Ich habe jetzt einfach irgendeinen genommen. Dann haben wir als sechste Waffe eine PKM. Ich hatte schon mal eine PKP vorgestellt, das ist eine andere Version. Oh, ich habe da irgendwas durcheinander gebracht. Eigentlich sollte die dieser Sound bei der Waffe vor sein. Aber beachte die Sounds einfach nicht. Es geht eigentlich nur um die Modelle. Gut, dann haben wir die P226. Die hat jetzt den Sound von der Waffe davor. Gut, danach haben wir die M4A1 mit Laser. Einem normalen und einem holographischen Visier und einer Taschenlampe. Gut. Und danach kommt eine M4A1 mit einem ACOG oder ACOG Visier, einem Granatwerfer. Und ja. Das wäre ein richtiger Sound. Und die letzte Waffe für diesen Durchgang ist eine ganz normale M4. Sie hat keine Aufsätze, so sieht sie normal aus. Gut, und dann würde ich sagen, bis gleich, bis zu den nächsten 10 Waffen. Juhu. So, und da sind wir wieder zu den nächsten 10 Waffen. Links, rechts, und da haben wir auf Nummer 11 die M1014 oder M1014, eine Schrotflinte. Und auf der 12 haben wir eine MP5. Oder eigentlich ist eine MP5 schon eine 12. So, auf Nummer 6 eine Remington 870. Haben die alle ein Schwein gehabt. Geht der jetzt nicht ganz so, aber der hat's überlebt. Ja, lauf nochmal durch. Dann auf der Nummer 14 eine Spass 12. So, auf der Nummer 15
das Tomahawk von Voodoo. Ein bisschen groß. Ist auch eigentlich nicht so groß. Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich damit schlage. Achtung! Ging gerade irgendwie nicht. Lag wahrscheinlich im Menü. So, ersetzt den normalen Schläger. Ist ein bisschen zu groß geworden, aber okay, hab ich schon gesagt. Dann auf Nummer 16 haben wir eine M14 mit Zoom. So. Auf der Nummer 17 eine M14 mit Schalldämpfer. Interessanterweise zoomt, geht sie als Scharfschützengewehr. Man könnte sie zwar auch etwas anderes gelten lassen. Zum Beispiel als Sturmgewehr, aber man kann reinzoomen, obwohl sie keinen Zoom hat. Auf der Nummer 18 haben wir eine M24. Die backt auch. Blöd. So, ab und zu kann man es so ein bisschen erkennen. So, jetzt so mehr oder weniger. Und auf Nummer 19 ein M60. Auf Nummer 20 und den letzten für jetzt eine M240 oder M240. Gut, und dann sage ich wieder bis gleich. So, und damit sind wir auch schon bei den letzten 7 Waffen. Und die 21. ist eine M249. Wie wir sehen, buggt sie genauso wie die M16 schon. Deswegen gehen wir mal in den Schatten. Nein, sie buggt komplett, okay. Wie gesagt, ich habe alles nicht getestet. Aber grundlegend, wenn man so viele Waffen konvertiert... Na okay, das war jetzt nicht echt unsere Schuld. Ich kann jetzt auch mal zu Federn kommen und es hat auch schon ewig gedauert, die jetzt hier reinzumachen, also bitte entschuldigt. Dann auf Nummer aus Platz 22 eine Dragunov. Auf Platz 23 eine F2000. Auf Platz 24 eine G3 oder ein G3, Auf Platz 25 eine M82 Barrett, ein M82 Barrett, das gerade Lampenfiebert. Auf Platz 26, okay, Platz 25 bis 26 geht nicht. Jedenfalls, das war eine M82, ein M82 mit Schalldämpfer und eine M110. Ja. Das war's dann soweit. Download-Link ist in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr seid durch mein halbwegs unvorbereitetes Video nicht abgeschreckt. Und dann sage ich auch schon Danke fürs Zuschauen. Download-Link ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.